Wir wissen nicht, wie unser Einsatzstichwort lautet, aber trotzdem wähle ich den Maschinisten des der Drehleiter aus. So, jetzt nochmal. Und dann würde ich sagen, starten wir das Ganze. Achtung, Brandschutz, Brandmeldeanlage, Einsatz für ELW, LF24, DLK2312, TLF1, RTW1. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Notruf 112. Ich weiß nicht, was uns erwarten wird. Tatsächlich bestand da gerade kein Einsatzmeldegrund. Schaut mal auch, Leute, irgendwie buggt das Fahrzeug gerade rum. Also ich weiß nicht, was im Spiel los ist. Den machen wir nochmal aus und wieder an. Nee, mir wird nichts angezeigt. Ich weiß nicht, was uns erwarten wird. Ich wechsle aber mal ganz kurz zum LF. Weil irgendwie ist mir das ein bisschen blöd, dass ich nicht mein Tacho sehe. Jo, hat er auch kein Tacho? Dann wechsle ich mal kurz zum ELW. Ne, wechsle mal kurz zum TLF und fahre ich jetzt als Schlauchtruppführer. Ja, die haben gerade alle keinen Tacho, also das ist ja eine sehr komische Sache, dass es da gerade alles ausgefallen ist. Oh Mann, oh Mann. Eieiei, Leute. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. So, dann gucke ich mal, wechsle ich doch mal wieder auf den LF. Den Angriffstrupp, zack. Am Einsatzort eingetroffen sind wir jetzt. Oh Mann, Leute. Ich hoffe mal, es brennt nicht hier. Ich bin schon mal so einen Einsatz gefahren, wo da oben kein Meldegrund stand. Aber danach weiß ich irgendwie, erinnere ich mich, ist mein Spiel gecrashed. Ich habe keine Ahnung, was das für Einsätze sind. Sag mal, hat er keine Augen? Doch, der hat Augen. Was guckst du denn dann nach oben, Junge? Okay, der guckt nach vorne, alles gut. Hallo? Wieso baut ihr die Löschwasserversorgung auf? Kollege, ich finde es nicht gut, wenn du die Löschwasserversorgung aufbaust. Ich finde es gar nicht gut. Warum ist die Trailer das auch aufgebaut? Oh, oh. Leute, ich glaube, es brennt im Supermarkt. Ich glaube, es brennt im Supermarkt. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Eieiei. Und wir gehen gleich rein. Du, mir ist es gerade, ich habe halt überall Gänsehaut. Ich habe, es ist, der Supermarkt brennt, glaube ich, irgendwo. Tatsächlich. Oh nein. Kriege ich jetzt die Anweisung, den Hohlstrahlrohr zu holen? Der Kollege der Angriffstruppführer macht es. Jo, es brennt im Supermarkt. Kein Scherz, Leute, es brennt im Supermarkt. Und wir müssen den Löschangriff über die, ne, die Drehleiter übernimmt einen eigenen Löschangriff. Wir müssen da gar nicht rein. Der Supermarkt brennt tatsächlich einfach mal eiskalt. Wo brennt's denn? Wir haben einen positiven BMA-Meldealarm. Okay, dann schaue ich mal ganz kurz, bevor ich reingehe, was die DLK macht. Okay, die fahren hier raus. Na kommt schon, Jungs, sagt mir, was ihr seht, was ich nicht sehe. Okay, die fahren da langsam vor. Ja, wie gesagt, bevor ich reingehe, will ich, dass die DLK in in Position steht, falls es da irgendwie stärker brennen sollte. Jawohl. So, die Drehleiter ist jetzt voll ausgefahren. Alles klar. Gut. Ja, dann übernehmen wir jetzt mal den Dienst. Wir gehen rein, Leute. Zack, Hohlstrahlrohr anbringen.
Wo brennt's? Wo brennt's? Kann ich hier rein? Ich sehe noch nicht, wo es brennt. Wo brennt's denn? Oh, da brennt's im Lagerraum. Oh Gott. Brennt hier sonst irgendwas? Oh nein, das brennt hier. Um Gottes Willen. Zack. Na komm. Unbedingt löschen. Tatsächlich, der Supermarkt brennt das erste Mal. Wow. Wow. Ich bin echt beeindruckt, wirklich. So, dann noch Feuer ablöschen. Feuer ist abgelöscht. Okay. Gut. Wichtig, alles perfekt. Steht da irgendwas? Ne, die Autos stehen ja noch. Und dann rücken wir eigentlich auch schon wieder ein, zum Glück. Nichts Schlimmes. So, dann legen wir das mal auf den Boden. Zack, trennen. Hol C-Schlauchende hier. Zack. Genau. Dann mache ich mal ganz kurz noch ein Bildchen vom Einsatz. So. Okay. Gut. Wir haben das beendet. Lege C-Schlauchende auf den Boden ab. Zack. Hallo. C-Schlauchende auf Boden ablegen. Hier. Okay, C-Schlauchende entfernen. Zack. Zack. Okay, dann verstauen wir das mal schnell. Ich melde mich auch schon wieder einsatzbereit über Funk. Zack, Tragekorb rein. Jawohl. Haben wir einen Hohlstrahlrohr mitgenommen? Ja, der Kollege hat den Hohlstrahlrohr mitgenommen. Perfekt. Das Hohlstrahlrohr haben sie mitgenommen. Jawohl. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt machen sollen. Warte auf weitere Einweisungen. Hier tut sich was. Ich trenne noch die Verbindung von der Drehleiter. Hier steht auch noch der RTW vom Roten Kreuz. So, der Maschinist schließt da, regelt die letzten Sachen. Regelt die letzten Sachen, regelt ab. Genau. Okay. Eieiei, ich habe ja nicht damit gerechnet, dass nochmal der Supermarkt hier anfängt zu brennen. Ne, falsche Sache. Zack. Blaulicht aus. 6, 7 und 9. Gut, meine Damen und Herren. Das war ja schon so ein Ereignis für sich, muss ich ja sagen. Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet, dass der Supermarkt anfängt zu brennen. Und dann fahren wir noch zum Abschluss mal die Route, die das Navi vorsieht. Danke fürs Reinfahren, Kollege. Ach, schaut mal, den ERW, den muss ich auch nochmal euch vorstellen von der neuen Berufsfeuerwehr-Skin. Genau. Sieht ja auch ganz nice aus, der ELW. Na dann. Auf zur Wache. So, dann fahren wir mal neben den ELW, dann ärgern wir mal den Kollegen ein bisschen. So, Dankeschön fürs Vorlassen. So. Wir sind jetzt hier auf der Marktstraße. Tatsächlich, jetzt funktioniert auch das Tacho wieder und das Navi, das war ja vorher aus. Ich glaube, da hatten wir einfach eine Störung von der Leitstelle, ja. Wow, also das war schon ein ganz kleines bisschen dezent gruselig. Irgendwie, weil das ist halt so eine Sache, die dann einfach, wo du weißt, die muss eigentlich funktionieren. Aber die funktioniert nicht. Und dann auch noch so eine komische Art und Weise, wie so ein, als ob ein Fehler in der Matrix wäre. Mann. War ja schon eine Sache. Aber gut, dann endet die Folge auch gleich schon auf der Feuerwache wieder. Genau. Dann haben wir heute mal ein einziges Ereignis mit der Feuer in der Folge gehabt. So, dann warten wir mal, bis es schön grün wird.
Na dann. Werd mal grün. Ist grün geworden. Schön. Ausgezeichnet. Sehr gut. Nach vorne ist auch schon die Feuerwache. So, jetzt wird es grün, wo es da vorne wieder rot wird. Machen wir mal Trick 81. Und schauen mal, ob wir hier abbiegen können. So, machen wir das einfach jetzt. Feuerwehrautos haben hier rund um das Feuerwehrgelände frei. Freie Fahrt, also die können auch über rote Ampeln. Gut. Dann sind wir einsatzbereit auf der Wache. Sehr schön. Lief doch ganz gut soweit. Einsatz erfolgreich beendet. So, jetzt muss ich aber noch meinen Motor anmachen. Weil wir aus dem Ding raus sind. So. Jetzt stehen wir. Perfekt. Die Kollegen kommen rein. Kommt mal rein in die gute Stube. So. Sehr schön. Perfekt. Okay. Jetzt muss nur noch die DLK rein. Und ich glaube der RTW. Oder ist der schon... Ne, der ist auch noch nicht auf der Wache. Ah, da kommen die beiden letzten Fahrzeuge noch. Jawohl. Gut, dann würde ich einfach sagen, beenden war die Folge ja auch schon. An dieser Stelle und dann... Bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ansonsten gibt es natürlich oben rechts wie meine Infokarte und zur letzten Folge verlinkt. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns auch schon nächste Woche wieder in der Folge, im Let's Play Notruf 112. Ich würde mich sehr über eine Pulsbewertung der Folge freuen und über ein Abo, falls mir neu zugucken soll. Dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.